coming over to our next talk. Tonight, if you switch off your deck phone, also zum and if you're full of different impressions, of this day, you maybe want to watch TV. But it would be cool to have pay TV, unencrypted pay TV. So Chris Galinsky asks himself the same and how to achieve unencrypted pay TV, but the heck away. So Chris reverse engineered nothing less than the signal and the encryption for a standard that remains unencrypted since the late 90s. Please welcome, with an anniversary edition, applause. Chris Galinsky. Applaus für Chris Galinsky. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Mein Name ist Chris Galinsky. Ich komme aus Kanada und ich will heute darüber reden, wie ich Set-Top-Boxen und Pay-TV geknackt habe. Es gibt diese Set-Top-Boxen, die über Nordamerika überall benutzt werden, die auch für Satelliten-Fernsehen benutzt werden von den zwei größten kanadischen Anbietern. Es ist sicher gewesen seit den 80ern. Und mich hat es interessiert, ob ich diese Systeme verstehe, ob ich dieses System verstehen kann durch die alten Boxen, die seit schon 15 Jahre alt sind. Und dadurch habe ich angefangen, mir anzugucken, wie das System funktioniert. Also, bevor ich zu der Zerlegung komme. Die sind eigentlich ziemlich similär, aber es gibt vier verschiedene Signal-Modulieren-Moden. Es gibt zwei Modus. Es gibt diese 8 PSK und Q-PSK. Es gibt noch eine Out-of-Band-Kanal, das ist QPSG, das ist 2 Megabit pro Second. Das gibt diese Managierung, Informationen für Firmware-Sachen und solche. Diese Out-of-Band-Kanal kann man benutzen, um die Kanäle zu managieren. Das Video wird als MPEG-2 oder als H246 gesendet. Das ist ein Standardformat für Video-Streams. Das kann von jedem Software-Decoder oder Hardware-Decoder entschlüsselt werden. Das Verschlüsselungssystem, was hier benutzt wird, heißt DigiCypher 2, was kein DVB-Standard ist. Der Transport-Stream besteht aus 188 Byte-Pakete. Jedes Paket hat unterschiedliche Eigenschaften und die Informationen gehen von 0 bis 0xFF und es beinhaltet einen MPEG-Stream oder noch mehr Service Information Tables. Die Service Information Tables haben eine 8-Bit-Tabellen-ID und sind bis 1024 Byte. Und die Table-ID identifiziert die Daten, die man in der Tabelle erwarten kann. Und die Tabelle beinhaltet auch noch, welche Programme in dieser Tabelle enthalten sind. Und der Programm Association. Dieser MAC-Table hat, jeder hat. Und es hat. Das ist, wo die Kontrollmessages geschickt werden und die Keys beinhaltet. Das System benutzt zwei ECMM-Typen. Die Tabelle 40, die ich ECM40 nenne, und ECM41. Und es gibt zusätzliche Tabellen. Diese Tabellen, die identifizieren die EMM-Sachen übertragen. Diese Nachrichten werden dazu benutzt,
für individuelle Set-Top-Boxen gesendet werden, zum Beispiel für individuelle Boxen, welche Kanäle drin sind. Hier ist ein Hardware-Interface. Das ist eine... Diese QPSK-Enkapsulation ist nicht hier möglich. Und diese QPSK ist auch... Und das Broadcom-Device benutzt einen Demodulator, ein, was verschiedene Modulationen unterstützt. Es funktioniert relativ gut. Die Linux-Treiber müssen rekompiliert werden und müssen gepatcht werden, aber die wurden veröffentlicht. Das kann man hier dem Link folgen. Für Kabel gibt's diese QAM-Modulation mit diesem Konverter. Aber der Outer-Band-Channel ist standardmäßig nicht supported. In den Kabelboxen ist es in dem eingebauten Chipset der Kabelboxen gehandhabt. Weil man muss auf die Daten außerhalb des Bands nicht zugreifen, außerhalb dieser Hardware. Das wird nur benutzt für Pay-TV-Dienste. Für Satellite- und Kabel-Interfaces gibt es ziemlich viel Information da. Es ist sehr schwierig zu verstehen. Diese DGB-Snoop kann nicht alle diese DigiCypher 2-Tabellen verstehen, weil es nicht ganz verstanden ist. Es war immer noch ziemlich hilfreich für mich, um diese Information besser zu verstehen. Diese verschiedenen Werkzeuge sind für diese DWB-Standard gebaut, aber diese Sachen sind nicht auch immer ganz standardisiert. Und wir benutzen diese SCTE 65 als unser Standard dafür. Es gibt einen virtuellen Kanälentabellen, das ist auch nicht DVB Standard. Noch ein Adaptor für Kabelfernseher ist diese Set-Top-Boxen, die ich studiert habe, sind früher all diese Cable Card Standard gebaut. Und dieser Homeland. Wie auch immer, die HDM-Outrun Cable. Um an die Daten jetzt ranzukommen, stecken wir eine Kabelkarte rein und ich habe mit einer inserted Cable Card das analysiert und ich habe Software dafür gemacht, um das zu lesen und die randomisieren und was für Output kommt es eine MPEG 4 Stream für und das wird zu meinem 2 Megabit Transport Fluss gemacht. Und in diesem Stream sind alle die Access-Managierung Informationen. So es gibt, in jedem Paket gibt es 2 Bits, die sagen, ob etwas ist mit der wenn etwas Krypto enkapsuliert oder nicht enkapsuliert ist. Und diese verschiedenen DC1 DC1 bedeutet
Die gleichmäßigen Keys werden genutzt werden, die ungleichen erneuert werden. Und es wird durch den D-Scrambler gejagt und das Ergebnis ist ein MPEG-Stream, der wiedergegeben wird. Der D-Scrambler benutzt einen 65-Bit-Desk-Key, der alle 133 Millisekunden bis zu einer Sekunde, Sekunde wechselt. Der funktionierende Key wird verwendet, indem man die Paketennummer inkrementiert von dem Programm-Key rüber. Und das wird dann mit dem Category-Key verschlüsselt und der Program-Key ist für jeden Kanal einzigartig und für alles, was man einmal angucken kann. Und all die Set-Top-Boxes, die Autorisierung haben diesen Key. Die Kategorie ist zu jeder Top-Box selbst geschickt und diese Category-Key ändert sich jeden Monat. Manche wechseln ihn aber auch gar nicht. Um diese EMM zu unverschlüsseln, Seed Keys sind benutzt. Jeder Setup-Box hat drei 56-Bit Enkapsulierung Seed Keys. Die sind zur Manufakturzeit gemacht und bis diese ganze Leben diese Setup-Box benutzt. Alle diese Keys sind für diese Seed Keys, die am Manufakturzeit gemacht sein werden, benutzt. Alle diese ganze Keychains sind von dieser benutzt. Inside jeder Setup-Box können wir alle diese verschiedenen Werkzeuge sehen. Es gibt diese Transport Stream kommt durch diese ACP, durch diese MPEG-Decoder zum Fernseher. Es gibt einen SPI-Bus, das benutzt, um mit ACP und MPEG-Decoder zu sprechen. Und sogar wenn diese Setup-Box nicht keinen Strom hat, kann man immer noch, es gibt eine Verbindung zwischen die zwei. Es gibt auch ein TV-Pass-Slot, wo man ein Upgrade machen kann. Aber die neue Setup-Box haben diese TV-Pass-Slot nicht. Die werden eigentlich nicht mehr benutzt sein werden. Es ist für Kabel, es ist wirklich similar zu einer Satellite-Setup-Box. Es kommt durch einen Broadcom-Chip für Demodulierung und auch für MPEG-Dekodierung. Es gibt einen 68K Hauptcontroller, das auch durch diese SPI zum ACP und SDP spricht und auch zu dieser Speichersystem, das nicht volatil ist. Es gibt auch einen zweiten Tuner, wo man Out-of-Band-Daten bekommen kann und wird separat als Haupttuner benutzt sein werden. Und das bekommt zum Beispiel Programm-Guide und solche Sachen, Systeminformationen. Hier sehen wir den ACP-Chip. Es ist ein 100-Pin-Chip. Von der Beschreibung können wir sehen, dass es ein industrieller Chip ist. All die Entschlüsselung wird von diesem Chip gehandhabt. Die neueren Boxen haben neue Boxen, benutzen neuere Versionen. Ich habe diesen Chip hier studiert. Solange dies wird immer ein relevantes Ziel sein, weil wenn diese Chip benutzt sein werden. Und die neueren Set-Top-Boxen haben diese Chip nicht und wir wissen nicht, ob das, weil vielleicht es gibt neue Sicherheitskontrollen oder etwas anderes, vielleicht Kostkontrollen oder sowas. Das Pin 1 ist hoch links und das Batterie-Backup-Pin. Es gibt einen Transport Stream Input, der die Daten bekommt von dem Demodulator und dann gibt es den ganzen Output auf den Pins 27 bis 32, der die Daten an den MPEG-Decoder schickt und der diese dann weiter an den
Fernseher. An einem Punkt habe ich Software dafür geschrieben, nicht für dieses Gerät, aber ein anderes ähnliches. Es unterstützt Senden und Empfangen von Daten von einem 32 Mbit Stream. Meine Implementation war ein bisschen hässlich, aber anstatt es aufzuräumen, habe ich es benutzen können. Es hat ein paar Limitationen, wie nur 64 Kilobit für die Demodulation zu finden, aber es war genug für meine Forschung. Aber da hat es mir gezeigt, dass diese Transport Stream durch diese RCP geht, aber einige PIDs sind unverschlüsselt und dann dieser Output ist alles nur diese Hauptprogramm wird dekapseliert. Oder später, als ich eine gründliche Forschung vorgenommen habe, also wo ich das Ganze mit dem Breakout-Bot gemacht habe und das Ganze die Zeiten gemessen habe, als da war es dann einfacher, diesen Chip zu benutzen, damit man das Ganze durch eine langsamere Bitrate hatte. Hier sieht man das, was ich für das SPI benutzt habe. Um diese Data Paths zu sehen, durch diese STB und ACP, auf diese Development Board habe ich zwei Slave Port gemacht, eines zu dieser XMEG 128 ist zu einer Input verbunden und der andere zu Output Port. Wenn ich direkt zu die ACP oder STB Controller machen muss, muss ich nur mit einer Interface sprechen. Wenn ich wollte diese STB in Reset halten, konnte ich diese XMEG 128 mit STB sprechen, mit ACB sprechen. Beim Mitschneiden des Datenflows konnte man das Ganze hier mitlesen. Das Ganze wird über den SPI-Bus übertragen. Die Events werden gefiltert nach den Adressen, die die Box selber hat. Also die Box erhält nur Nachrichten, die auch für sie bestimmt sind. Das bedeutet, die ganzen Keys, die verwendet werden, und die Adressnummern, die verwendet werden, und welche Subscription dafür freigeschaltet sind, also welche Mit dieser SPI-Interface kann man auch verschiedene PIDs, es sagt aus, welche PIDs unverschlüsselt sein werden müssen. Es bekommt nur Kategorien Schlüssel, die bei STB verschlüsselt sein. Zunächst habe ich eine Tiefstudierung von diesem Chip gemacht mit einem Mikroskop. Die sind alle von 100 bis 10.000 Dollar kostet. Die Elektronenmikroskop hat mehr als 10.000 gekostet. Das ist die Mieteteuer FS70 Mikroskop, das ich gemacht habe. Die sind für MicroPro benutzt und auch andere Sachen. Ich habe aber nicht Mikroskop benutzt, aber ich habe diese Mikroskop benutzt. Man könnte auch viel mehr Basic-Technologie benutzen. Es wäre besser, immer mehr fortgeschrittene Technologie zu benutzen. Ich habe dieses Axotron-Mikroskop auch benutzt. Ist es gut für Wafer zu entwickeln? Aber man könnte immer mehr Geld dafür bezahlen. Ich habe ungefähr 10.000 dafür bezahlt, für alle meine Geräte dafür. Um diese Chip unter dem Mikroskop zu sehen, musste ich diese Chip verzögern. Dazu benutzt man Nitro Acid, um das Package zu entfernen, um dann putzt man das Ganze und benutzt Reinigungsalkohol, um das sauber zu machen, was das Ganze freilegt. Das Gas ist sehr aggressiv und muss sehr aufpassen, wie man das Ganze anfasst. Die meisten Menschen wollten es wahrscheinlich nicht zu Hause machen. Also ihr solltet wahrscheinlich eher in die Uni gehen und das dort machen.
Nach der Zerlegung, was übrig war, waren die Chips mit den Kabel dazu. Und wie man hier in dem Foto sehen kann, kann man die größeren Strukturen des Chips sehen. Die Hälfte ist mit einer Metallplatte gedeckt und das andere ist so eine Schaltungselektronik. Das ist ein Bild davon. Es ist von verschiedenen kleineren Bildern zusammengesetzt. Wenn man das anschaut, man sieht die Bondpads am Außen, ein Metallgerät am Hoch und diese Pasta Logic da am Unten. Es gibt einige Strukturen, die vielleicht sind Speicherzonen. Um mehr zu verstehen, muss man verschiedene Layers davon machen. Man kann ein Hydrofluoric Säuren benutzen und auch Rust-Stain Remover. Das ist eine Hydrofluoric Säure-Solution auch. Und dann ist es das ist geheizt und dann man hat diese Dye eingemacht und dann ein bisschen berührt. Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber manche Stellen werden tiefer sein als die anderen, aber das funktioniert eigentlich im Ganzen ganz gut. Man will den Dampf davon wirklich nicht einatmen, also seid wirklich vorsichtig damit. Nach einer kurzen Zeit konnte man das Ganze hier so sehen, nachdem man ihn gesäubert und abgewaschen hat. Dass die Top-Metallplatte ist weg. Jetzt kann man ein paar visuelle Effekte sehen, die wir davon gesehen haben, dass das Ding nicht mehr ganz glatt ist. Aber man konnte es ganz, ganz gut auseinandersortieren. Oben links ist, die großen Rechtecke. Es sind RAM und dann gibt es da Logik, die das Ganze in den Logikbereich zieht. Und ich war interessiert, wie diese Bits im RAM kodiert war. Und dann musste ich noch ein Layer davon nehmen, so habe ich noch weiter Layer weggenommen. Dann kann man mehr Effekt davon, diese Etching sehen, was immer noch zu schlecht. Nach einem dritten Delayering-Prozess, dann ist es immer noch ein bisschen nicht so perfekt geworden. Es ist ungefähr ein halb von oben immer noch da gibt, aber am unten ist es beinahe ganz weggenommen. Konnte ich das Ganze nicht glätten und ich hatte leider nur diese Methode zur Verfügung. Und ich habe das Ganze weitergemacht, also immer weiter Schichten abgetragen, damit ich einen besseren habe. Jetzt kann man die Bits viel besser sehen. Und hier kann man jetzt sehen, wenn das Ganze schwarz ist, ist es eine 1 und wenn es weiß ist, ist es eine 0. Je besser das Fotograf, desto besser sieht man die Bits. Aber es muss nicht wirklich perfekt sein. Man kann ein bisschen Image Processing drauf machen und man kann das mehrmals machen mit mehreren Chips. Und diese zu fotografieren und dann hat man das ganze RAM sauber und kann es lesen mit den Fotografen und jetzt kann man die Bits rausziehen, entweder manuell oder mit der Software. Es sind 162.000 Bits, deswegen manuell wäre ein bisschen arbeitsaufwendig gewesen. Das ist nicht unmöglich, aber viel Arbeit, deswegen war ein Software-Tool natürlich die bessere Lösung. Also habe ich ein bisschen Software geschrieben, um die 001 zu erkennen. Die blauen sind Einser, die gelben sind Nuller und dann habe ich das Ganze manuell überprüft. Und nach dem Extrahieren? Nach dieser Extraktion habe ich eine Binau-Version gemacht. Hier ist ein Bild von dieser. Dieses Bild gibt schwarz für 1 und weiß für 0. Und das ist über dieses Foto gemacht. Und dann kann man auch Patternen darin sehen. Und das bedeutet, dass diese ROM nicht verschlüsselt oder gescrambled ist. Und hier kann man die Ende von ROM sehen. Und es gibt diese
Einfühlung Bytes, die diese nix benutzte Teil von dieser ROM sind. Diese Dinge zeigen auf die Reset-Adresse und das Ganze sind Auffüllbytes. Und die Nummern sind FF, F6, FF6 bis FFF und dann kann man das Ganze als Hexdump ausgeben, den man dann genau anschauen kann. Und es gibt einen ASCII-String darin, was sehr schön ist, weil dann kann man daran gucken, ob man das richtige Decoding verwendet hat. Und jetzt war es eigentlich recht einfach, man musste die Bits einfach nur als Bytes auffassen und weiter ging's. Mit dem RAM-Dump konnte man dann die Softwareanalyse drauflaufen lassen. Das Erste, was man natürlich machen muss, ist die Prozessorarchitektur zu erkennen. Wenn es sich das RAM anguckt, kam man auf eine 8-Bit-Struktur und langsam habe ich versucht, das mit dem IO556 versucht und habe das mit einem anderen, habe mir das Ganze aus einem anderen System gezogen von demselben Hersteller. Auf dieses andere Chip war es von der NWC Copyright Notiz. Man könnte es genau auf diese Chip sehen im Mikroskop. Das wäre eine sehr gute, etwas, das ich früher bemerkt sein sollen. Ich habe IDE benutzt, weil es eine sehr starke Disassembler ist. Man kann sicher 6502 Z lesen. Und diese Simulation habe ich benutzt, um das besser zu verstehen, weil 6502 ziemlich gut verstanden ist. Es ist ziemlich einfach, einen Simulator zu finden. Es ist normalerweise in 8-Bit-Computer so wie Commodore 64 und Atari benutzt. Es gibt viel dafür. Als ich es besser verstanden habe, habe ich einige mehr Kapabilität, das man in ACP gefunden haben, im Simulator gebaut. Was ich zuerst gemacht habe in diese Disassembler, habe ich, dass es gibt zwei Modus dafür. Es gibt entweder ein Personalization Mode oder ein Application Mode, wenn es normal ist. Zum Beispiel, wenn eine Setup Box zuerst im Kraftwerk gemacht ist. Was ich bemerkt habe, ist, dass dieser kein einfache Simulation. Es war eine Task-Switching. Es ist Prozesswechsel. Es gibt 8 Tasks, die laufen gleichzeitig und es gibt zwei, die ECM40-Message-Nachrichten verarbeiten, zwei, die 41 verarbeiten, eine Task für EMM-Verarbeitung und eine für TV-Pass und eine für das SPI-Interface. Es gibt eine siebte Task, das für SPI-Messagen zu unverschlüsseln gemacht sein ist. Es gibt keine Dokumentation für alle diese verschiedenen Systeme und man musste alle die Registers random verstehen. Dann wird ein Signal gesetzt, dass der Transfer komplett ist. Es gibt einen Desk-Chip, der die Schlüssel verwaltet. Und wenn die Verschlüsselung komplett ist, kann man das Ganze lesen. Es gibt einen TS-Disk-Scrambler, der das Ganze auf dem Serial Transport Interface dann ausgibt, wenn es descrambled ist. Diese Hauptcontrollers machen die PID-Filter, die bedeuten, welche Things unverschlüsselt sein werden. Die bekommt die ECMs in den RAM gesetzt und dann wird die Hauptprozessor ein Information davon. Jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wie dieses System zusammenhängt. Ich habe diese MPEG analysiert, SPI-Bus analysiert,
auch eine, ich habe eine ganze ROM-Dump gemacht für diese in Simulation gemacht. Ich habe einige die Schlüssel, die immer im ROM gefunden sind. Jede Setup-Box darf etwas unverschlüsseln, die in FixKey schon unverschlüsselt sein werden. Jetzt verstehe ich nicht die Sachen Seed Keys, Kategorienschlüsseln und Programmschlüsseln. Die sind nur in RAM gemacht. Und so kann ich nicht Programmen anders, die Demo-Programm sehen. So ein Arbeitskey ist von drei verschiedenen ECM40-Messagen gebaut. Es gibt ein Service-ID-Frame-Count und ein Verschlüsseln-Modus. Frame-Count ist 24-Bit und ein Bit, das ist ein spezieller Verschlüsselungsmodus-Key. Das ECM41-Package beinhaltet einen verschlüsselten Program-Key, der benötigt wird, um das Paket richtig zu entschlüsseln. Die Provider-ID, von welchem ECM-Tabelle das verarbeitet werden soll. Es gibt eine Service-ID und dann gibt es eine Category-Epoch, der identifiziert, welche Kategorie-Key gerade benutzt wird und wie lange das Ganze noch valide ist. Das Ganze benutzt mehrere Subscription-Level, die auf den ECP geschrieben werden und sie beinhalten auch den. Es gibt noch eine Crypto- und Verschlüsselung-Select-Byte, das er später erzählen wird. Hier ist, was man in einer halben Sekunde sehen kann in ECM40 und ECM41-Kanälen zeigt. Der ECM muss zuerst ein ECM40, um ein Schlüssel zu bauen mit diese noch eine ECM41 Message. Ohne diese zwei Schritte zu machen, ist es nicht möglich, diese Transfer Stream unzuverschlüsseln. Sie haben eine kurze Lebenszeit, nur 133 Millisekunden. Und all das hier würde in einer halben Sekunde passieren. Diese EMM sind in vier verschiedene Teilen gebaut. Jeder Teil hat ein bisschen Information für diese Setup-Box. Dieser Kategorienschlüssel ist von alle vier Teilen gebaut. Und wenn die nicht zusammen recht zusammenhängt, wird es nicht erlaubt. Wenn dieser erste EMM, erste Teil ist, wird diese Aktualisierungsinformation ein Reset machen und dann neue eingestellt. Und wenn dieser zweite Teil bekommen ist, es wird ein Hash gemacht von dieser Input von dieser erste und zweite Teil. Und dann diese Information wird in ACP gesteckt sein werden. Und wenn es nicht recht geschrieben ist, wird es nulliert. In diesem Weg sind diese vier Nachrichten miteinander verknüpft und falls eine nicht ankommt, sind alle. Das ist ein Beispiel von dem EMM. Alle der vier EMM-Parts beinhalten Informationen, wie zum Beispiel die EMM-Adresse. Und das EMM kann zwei Kategorien Keys beinhalten, für die jetzige und für das nächste. Also falls sich der Kategorie Key ändert, dass das Ding schon den nächsten Key bereit hat. Die Seed Keys sind von AC benutzt. Die sind in der Manufaktur installiert. EMMs sind nicht in Band geschickt, aber sie sind genau dasselbe so in Kabel wie Satellite geschickt. Und für ECM sind die genau dasselbe für Satellite- und Kabel-Systeme. Jetzt können wir Kanäle, die mit fixierten Schlüssel gemacht sein werden. Die fixierten Schlüssel sind in ROM gemacht.
Es gibt eigentlich gibt die Möglichkeit noch, dass wir nicht direkt Schlüssel gehabt haben, weil vielleicht gab es Probleme in unserem Prozess, aber es gab ein Checksum, das hat gezeigt, dass diese Schlüssel recht waren. Wenn ich das probiert, eine Fixed Key Kanal unzuverschlüsseln, hat es nicht gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass diese Bit, das ECM40 gesettet war, das nicht im meinen Simulation gemacht. Und so jetzt habe ich gedacht, dass vielleicht gibt es eine andere Verschlüsselung als DES, um besser zu verstehen, was es in AC gibt, habe ich probiert, diese Chip ein bisschen zu glitchen. Ich würde vielleicht die Speicher überschreiben und um eine andere Kondition zu prüfen, zum Beispiel Zeit prüfen aber zum Unglück gab es einen internen Ohr, so dass wir konnten keine Timing Glitch Attack machen. Die stärkeren Abwehrmethoden gegen solche Attacken sind eher neuer. Deswegen habe ich das hier auf diesem Breadboard aufgebaut. Ich habe das X-Mega benutzt, um mit einem Chip zu reden, um zu versuchen, diesen Chip zum Glitchen zu bringen. Und ich habe geguckt, wenn ich zwischen zwei Spannungen wechsle, das Ding glitscht. Ich habe diese zwei Voltage-Modus benutzt, eine Glitch-Modus und eine normale Voltage. Habe ich auch einen Oszillator benutzt, für meine Zeit-Input. Und etwas, dass ich diese Ursignal um den ganzen Aufbau zu vereinfachen, habe ich den Chip aus der Box ausgebaut und auf einem Breakout-Board aufgebracht. Das Ganze ist in Ordnung, um einen Glitch zu finden. Weil hier kann man das Ganze schnell umkonfigurieren und es war nicht nötig, irgendwas Komplexeres zu machen. Um das zu prüfen, um unsere Glitcher zu prüfen, habe ich mit verschiedenen Voltage habe ich zwei verschiedene Informationen geschickt. Meine Strategie war nur weniger und weniger Spannung zu benutzen, um zu sehen, was geht oder nicht. Dann könnte ich ACP Ruckinformationen verändern. Wenn etwas komisch von ACP Informationen von valid Checksum ist, wird es immer noch zurück zum normalen Zustand zurückgehen. Hier können wir sehen, jetzt je später der Glitch kommt, sind es die hinteren Bytes, die sich ändern. An diesem Punkt sieht es so aus, als würde der Glitch funktionieren und als könnte man ihn verwenden. Seitdem ich jetzt einen funktionierenden Glitch hatte, habe ich ein einfaches Board gebaut, was dieselbe Funktion hat wie der Glitcher, damit ich das Ganze zuverlässiger herstellen kann. Das Ganze ist ein einseitiger PCB, von dem her war das Ganze recht einfach. Jetzt mein Ziel ist sein, meine Code da zu rennen. Alle Code und Speicher sind im gleichen Speicherplatz. Wie ich von dem DAssembler-Code lesen konnte, gab es keine Paging-Features. Und das RAM wird niemals benutzt, um ausführbaren Code gespeichert wird. Und es war nicht klar, ob irgendwas verhindert, dass wir ausführbaren Code auf dem RAM legen. Also habe ich eine Nachricht über SPI geschickt, wissend, dass dieses Ding auf dem RAM gespeichert wird. Das Ganze hat Assembler-Code beinhaltet, was dann mir eine Acknowledgement-Message zurückschicken würde. So würde ich diese Payload gemacht. Dann könnte ich nachher Informationen vom SPI bekommen, um Success zu verbessern.
Brauchte ich einen Opcode, das zu meinem Destination-Code schicken sein soll. Das hat das Ganze dazu geführt, dass es mehrere Funktionen gab. Es gab jeder unnatürliche Programmflow wäre eine Möglichkeit gewesen, darauf zuzugreifen. Jeder Chip ohne wirkliches Memory-Management ist eine sehr gute Anlaufstelle für Remote-Code-Executions durch irgendwelche RAM-Jumps. Die ECPs sind von NTRO geleitet. Aber diese meine Glitch, zum Unglück gibt es ein bisschen Zeitunwahrscheinlichkeit, dass dann so muss ich nochmals probieren. Es gibt zum Unglück viele Sachen, die nicht bin nicht so sicher, dass ich mein Ziel erreichen kann, so muss ich viel mal machen. Aber manchmal geht es so. Ziemlich schnell habe ich ein ACK von ECP bekommen, das bedeutet eine gute Glitch gemacht haben. Und dann nach einigen Stunden konnte ich es nur Minuten oder Sekunden machen und konnte ich Code jetzt in RAM rennen und kann jetzt neue Code zum RAM zu schicken. Und jetzt kann ich andere Speicher. Alle Systemoperationen ausführen, die auf so einem Chip möglich sind. Ich habe eine einfache Applikation geschrieben, um solche Glitches zu suchen. Dieses Programm erlaubt mir, eine Adresse einzugeben und gibt mir die Daten zurück. Und es gibt natürlich auch den Support, dass man einen Key schreiben kann und den. Ich habe ein paar Sachen an diesem Punkt bemerkt. Es gibt 2 Kilobyte RAM und wenn ich versuche, diese zu lesen, resettet sich der RAM. Das sind die Initialisationsmethoden der Hersteller, die nach dem ersten Mal nicht mehr benutzt werden. Wenn man da etwas speichern will, mag das gar nichts. Es gibt einige Adressen in Speicherzone, sind in RAM sind, die man nicht lesen könnte. Und sind diese einige Keys, die Schlüssel sind darin und zum Unglück sind die unlesbar. Wenn ein Chip resettet sein muss, man nochmals glitchen muss, weil mein Hacking-Code ist nur in temporarisch RAM. Weil wir etwas in ACP hin- und rückschicken rennen können. Wenn ich etwas von meinem optischen ROM-Dump zum meine Software-Glitching-Routine Viele der Fehler waren klar am Anfang beim Lesen der Software, die man aber mit einem Bitflip wieder reparieren konnte. Ich konnte wahrscheinlich die Hälfte der RAM-Fehler finden beim Disassemblen. Die interessanten Keys sind nur im RAM gespeichert. Das sind die Programm-Keys, die Seed-Keys. Wenn die Keys irgendwann mal aus dem RAM verschwinden, könnten wir nie wieder damit Nachrichten verarbeiten. Wenn der ECP benutzt sein wird, die Verbindung mit den anderen Komponenten ist nicht möglich. Um das diese ECP zu glitchen, muss man die anderen Komponenten unverbinden oder ein ECP zum Breakout Board verbinden. Aber man muss sicher sein, dass man nicht Strom verliert. Entweder wird man diese RAM verlieren. Ich habe probiert, diese ACP zu nehmen, weil es immer noch Strom bekommt. So, das ist temporär gemacht. So, ich habe einen mit Rasier und Dremel gemacht, ein ganz, dass man kann unter einen Pin machen.
stecken und dann mit heißer Luft wird es langsam weggenommen werden. Und dann habe ich alle die Nagel gemacht und habe ich eine externe Batterie verbunden. Nachdem ich eine externe Batterie angeschlossen habe, kann der Chip aus der Box entnommen werden und das Ganze kann dann geglitscht werden und dann wieder zurückgebracht werden in die Box. Dazu braucht man viel Heißluft. Das Interessante dazu ist auch noch, dass man, wenn man die Keys extrahiert hat, muss man vielleicht den Chip sogar gar nicht ersetzen. Der Chip wird jetzt auf den Breakout-Board gesetzt und wird jetzt zu dem Glitcher übertragen. Der braucht aber nur ein paar Pins. Der Glitcher ist inzwischen eine Projektbox. Die Funktionalität ist dieselbe. Das Timing von dem Chip zu einem nicht validen Chip ist anders und die Timing, der Zeitunterschied kommt vielleicht durch einen unterschiedlichen Clock-Geschwindigkeit. Jetzt können wir die RAM-Content lesen, sogar die Kategorienschlüssel und auch die Seed-Schlüssel, dass die sind benutzt, um AMM zu verschlüsseln. Mit einem valid Kategorie-Key kann man dann Schlüssel für jeden Kanal bauen. Jetzt kann ich mein eigenes Code am RCP rennen. Jetzt muss ich diese Transport-Stream unverschlüsseln. Ein bisschen analysieren. So sieht aus, dass es gibt entweder eine verschiedene Block-CBC oder normale DES-Verschlüsselungsmode benutzen kann. Jetzt habe ich gedacht, das muss ich vielleicht ein Gate-Level-Analysierung machen. Aber ich würde gern nicht Reverse-Analysierung machen, weil es ist auch gar nicht so besonders gut. Ich würde gern besser verstehen, wie man alles diese Sachen verschlüsselt. So jetzt, wenn ich nur ein Bit verändert habe, kann ich sehen, welchem DES-Mode benutzt sein wird. Und dann kann ich sicher sein, dass entweder das CBC oder etwas anderes benutzt ist. Dann habe ich bemerkt, was sind die Uhrzeit, ob es verändert ist in meinem normalen Modus und meinem Glitch-Modus. Und das ist nicht so besonders notwendig, weil es muss real-time gemacht sein werden. Wenn ich habe diese ACP als Unverschlüsselung Oracle benutzt. Nächstes habe ich das Ganze, habe ich die Software benutzt, um schwächere Keys zu testen. Weil die Eigenschaften die Kryptographie schwächen. Und das Ganze führt dazu, dass die Encryption und Decryption dasselbe sind. Das heißt, das Ganze dadurch durchzujagen, gibt dasselbe Ergebnis. Und ich kann jetzt schauen, ob ich diese schwachen Eigenschaften des Keys nachvollziehen kann. Und wenn ich einen Wenn ein nicht schwaches Schlüssel benutzt, werde ich sehen, dass die verschlüsselte Information und unverschlüsselte ist ganz, ganz geändert. Und das bedeutet, dass die normale DES aber es gibt irgendwo etwas, das customisiert ist, etwas zu Datum und etwas zum Key zu tun. So zwei verschiedene. Aber jetzt denke ich, dass es vielleicht nur mit Key zu tun hat. So jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist es etwas ein XOR Mask oder sowas. Das braucht vielleicht nur ein Gate mit DES Hardware. Je mehr getauschten Bits, die ich habe,
habe ich, ich habe jetzt diese Vorschleife geschrieben, die 16 Schleife geschrieben, die verschiedene Bitflips in dem Key testet und das Ergebnis davon auswendig. Es wäre vielleicht möglich gewesen, das in kürzeren Zeit zu machen, aber es war das Beste, was mir eingefallen ist. Und ein paar diese Blocks habe ich nur 3 Bits geflippt. Das baut nur ein paar Sekunden für die Software, um das Ganze zu verifizieren. Diese Simple Brute Force Methode hat funktioniert, die lief für ein paar Tage, aber danach konnte man Muster erkennen. Diese Technik hätte man wahrscheinlich schneller draufkommen können in unter einer Sekunde. Nach meiner ersten Customisierung zu lösen, habe ich gedacht, dass es, wenn es nur Die einzelnen XOR-Gates werden von einem Hardware-Key gesteuert und es gibt mehrere XOR-Gates, die von diesem Hardware-Register angesteuert werden. Und das Ganze konnte man verifizieren und es hat auch genauso funktioniert wie erwartet. Das Ganze habe ich schon mal gesehen. Das Ganze kann man gegen Piraten-Devices benutzen, das war aber noch nie nötig bis jetzt. Um ein Softcam zu machen, so ein Software benutzte Unverschlüssel. Aber jetzt habe ich alle die Werkzeuge, das zu machen. Wir haben die Initialisation-Vektor, können wir ziemlich schnell bemerken. Und mit all diesen Informationen kann ich ein Software-Modell machen. Damit konnte man jetzt den Descrambler in Software implementieren und die Hardware-Customization, macht das Ganze ein bisschen schwer, aber das ganze Konzept ist dasselbe. Und jetzt hat es funktioniert, also es funktioniert vollständig. Das ist der Standardbildschirm, den man sieht, wenn irgendein Page-Event geht online, also irgendwie sowas wie ein UFC-Fight. Und man konnte ich konnte jeden Seed-Key auslesen, egal mit welcher Autorisierung, und ich konnte jeden Kanal entschlüsseln, der von diesem Provider gebroadcastet wird. Es gibt einige Sachen, die Schwächheit von diesem System. Eine ist wirklich alte Technologie, mehr als beinahe 20 Jahren. Es wäre so, darum wäre es ein bisschen einfacher, invasiv zu analysieren. Auch diese TQFP 100 Paket ist ziemlich einfach zu analysieren. Das Chip ist anfällig für Voltage Glitching. Es hat eine Neumann-Architektur, was es nicht verhindert, dass man Remote Code Execution im RAM bekommt. Es gibt keine Möglichkeit des Code Updates und die Krypto ist komplett in Hardware und man kann es nicht im Feld mehr updaten. Die Hardware-Krypto war recht einfach ohne. Und die Hardware-Änderung konnte man praktisch raten, ohne sich den Chip genau anzuschauen. Wo ich wirklich beeindruckt war, es war wirklich stärker, als ich erwartet hatte, als ich das Projekt angefangen habe. Das ganze Key-Handling ist innerhalb eines Chips, was es unmöglich macht, diese Keys woanders auszulesen. Die Keys werden sehr schnell ausgetauscht, 130 Millisekunden ist verdammt schnell. Die kurze Lebenszeit der Keys kann man dann nicht in Echtzeit knacken. Und es gibt keine Möglichkeit, dort irgendwo dauerhaft Code zu speichern, dass man eine dauerhafte Backdoor einbauen könnte. Ich habe das auch als eine Schwäche aufgeschrieben, weil es natürlich auch einem Angreifer nicht die Möglichkeit gibt, das System zu ändern. Das System arbeitet auf einer eigenen Clock, was verhindert, dass man eine Clock-Attacks fahren könnte.
Ziemlich schwierig zu merken, etwas, wenn man probiert, einen Schlüssel zu lesen, wenn man eine tote Adresse liest, dann wird diese Key resettet sein. So ist es ein Canary. Es gibt einen Personalisationsraum, das man nicht, wo man richtig schreiben kann oder nicht lesen kann. Die Schlüssel sind nur in RAM und dann muss man immer Batterie dafür benutzen. Also man kann nicht diese Schlüssel einfach davonkommen. Es gibt keine grob gebaute Schlüssel. Man kann diese Schlüssel nur von einer aktiven Setup-Box bekommen. Aber wenn man einen Schlüssel von einem benutzten Kanal hat, kann man ein AMM-Key, sodass man alle Kanäle lesen kann, wenn man Access nur zu einem Kanal hat. Die Software ist generell gut geschrieben. Ich habe keine wirklichen Fehler feststellen können. Obwohl DES genutzt wird, werden mehrere Runden von DES ausgeführt mit 3 Schlüsseln. Die Stelle ist nicht so leicht wie einen 56-Bit Schlüssel zu knacken. Man braucht erstmal einen Working Key, dann den Program Key, dann den Category Key und dann Seed Key. Ihr wundert euch vielleicht, wie viele Boxen ich brauchte, um das Projekt durchzuführen. Die Wahrheit ist, ich brauchte eigentlich nur einen Wagen voll. Ein paar der Boxen hatte unterschiedliche Board-Layouts und unterschiedliche Chips drauf. Es war $20 pro Box und es haben nur die Standardversion interessiert, weil mich nur dieser eine Chip interessiert hat und ich die teuren Boxen nicht brauchte. Jetzt habe ich eine Anti-Pirat-Message. Ich empfehle, dass man nicht ohne bezahlen eine. Zu gucken, es gibt eh nichts Sinnvolles, was da läuft. Glaub mir, ich habe nachgeschaut. Do we have questions from the room? Questions, please use the microphones. Haben wir Fragen? Bitte benutzt die Mikrofone. Okay, hello. Yeah, this is working? Good. Geht's? So the first question from the internet is how many chips did you destroy or make unusable and how did you get all those setup boxes? Wie viele Chips haben Sie umgebracht oder gemacht nicht benutzbar? Weil die Boxen recht billig waren, habe ich mehrere Chips im Prozess kaputt gemacht. Es hat nicht so viel gebraucht, wie ich am Anfang gedacht habe. 2 oder 3 Chips habe ich gebraucht, um das Package zu zerlegen. Das RAM habe ich aus einem einzelnen Chip raus. Beim Glitching habe ich 3 oder 4 Chips 3-4 Chips gebraucht, um den Glitch zu entwickeln. Als ich dann die Keys, als ich versucht habe, Keys von einem aktuellen Chip rauszulesen, hat es beim ersten Mal geklappt. Microphone 3 was the first one, please. How many years did this project take? Wie viele Jahre hat dieses Projekt gedauert? Ich habe ein paar Wochen am Stück gearbeitet, habe dann eine Pause gemacht und kam irgendwann mal wieder dazu. Das meiste war über eine 1 bis 2 Jahre. Thank you. And microphone 2, please. Hi. Thank you for a great lecture. Dankeschön für eine wunderschöne Lektüre. The content encryption was DES and not DVB-CSA. Warum haben die DES nicht DVB-SA benutzen? In Nordamerika halten wir uns nicht an Standards. Thanks.
The timing was also a part of it. The system was being developed at the same time as DVB was being standardized. Der so Zeit war auch ein Unterschied. Als DVB standardisiert wurde, gab's das halt schon und deswegen hat man das genommen anstatt. Thank you. And another one from Cyber Space Cyber. Okay. Another question from the internet is. Noch eine Frage von Internet. Wie war es möglich, alle diese? Könntest du alle diese ganz teure Sachen bekommen? Wie viel hat es gekostet? Mich interessiert das wirklich. Ich mache das auch professionell. Ich habe das über die Zeit gesammelt und wenn immer möglich benutze ich das Geld von irgendeinem Kunden, um mir coole Sachen für mein Labor zu kaufen. Aber um die Arbeit zu machen, weil der Chip so alt war, hätte man billigere Sachen nehmen können, zum Beispiel ein Mikroskop für 2000 Euro. Es ist jetzt nicht einfach, aber es ist nicht allzu viel Geld für Lab-Equipment. Was machst du anders als Reverse Engineering beruflich? Reverse Engineering. Thank you. And the internet, again. Okay, next question is, somebody wants to know, nächste Frage wäre, which software did you use for the was für Software hast du benutzt für automatisierte Bildanalysierung und wie kann man das benutzen und wie kann man das finden? Wie jeder andere, den ich kenne, der sowas gemacht hat, da habe ich meine eigene Software geschrieben. Für das Image Processing war recht einfach. Es hat keine höheren Algorithmen erfordert. Ich habe was eigenes benutzt und was ich bis jetzt nicht released habe. Microphone 2, please. And how did you keep the boxes subscribed? Wie war es möglich, diese Setup-Boxen, wie hast du da eine gute, valide Subscription zu machen? Für die meisten Forschung brauchte ich keine aktive Box. Deswegen habe ich erstmal benutzt und dann, als ich den Prozess raus hatte, habe ich dann eine dazu benutzt. Hast du etwas in Kabel Beruf zurückgehört? Nein, habe ich nicht. Hello, thanks very much for the lecture. Well, danke vielmals für diese Lektüre. Wie funktioniert diese Glitch-Attack? Der Glitcher funktioniert recht einfach. Ich habe die Spannung auf über eine kurze Zeit runtergefahren und das führt dazu, dass eine Funktion nicht sauber ausgeführt wird, aber der Chip wird dabei nicht resettet. Aber wie ich den Code da ins RAM bekommen habe, bin ich mir nicht sicher. Ich habe nur rausgefunden, wenn ich das so mache, dann wird mein Code ausgeführt, aber das reicht für mich. Dankeschön, Chris. Applaus für Chris Linsky. Und das war's dann auch von uns.